Es geht voran, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part. Let's play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir können uns vervielfältigen und damit neue Orte erreichen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel schon mal den südlichen Teil dieser Hochebene von Bele erreicht. Wir gucken uns da oben noch ein bisschen um. Und danach gehen wir nochmal zurück zum Gongolberg. Denn da war nochmal eine Stelle, wo wir uns vervielfältigen konnten. Und ich glaube, das reichte auch schon mit unseren derzeitigen Fähigkeiten aus, um da weiterzukommen. Warte mal, wo wollte ich jetzt genau hin? So. Da oben war, glaube ich, für uns erstmal... Aua! Schluss, ja, genau, hier kamen wir nicht hoch. Und hier ging es nur rüber zum Schloss, genau. Dann gucken wir auf der anderen Seite vom Ufer hier nochmal. Da kommt er auch noch nicht lang. Später. Dann gehen wir gleich dahin, wo ich eben meinte. Das müsste relativ schnell jetzt zu erreichen sein, da wir hier hochklettern können, die Abkürzung. Verschwindet mal da. Ne, hier wollte ich gar nicht hin. Hier muss ich hoch. Nicht dieser Höhle, sondern eins weiter höher. Oder zwei weiter höher. Moment, wo war das? Hier, oder? Ja. Genau. So. Jetzt haben wir hier viele Leuchtepunkte, okay. Aber wir brauchen einen Doppelgänger, der... Warte mal. 1, 2, 3, 4 Felder davon entfernt ist. Also... Hier aufladen. Halt. Da... Und so. Und jetzt nicht gegen eine Wand laufen, weil wenn der Schatten gegen eine Wand läuft, löst er sich auf. Und... Haha! Erledigt. So. Oh. Interesting. Erstmal das Herzteil mitnehmen. Herzteil erhalten. Jetzt hast du 2 Herzteile. Noch 2 und du hast ein Herz mehr. So. Da sind noch 2 Kisten. Dürfen wir die schon nehmen? Ich nehme sie mir einfach mal. Das war vielleicht ein Fehler. Großen grünen Rubin, gleich 50 grüne Rubine erhalten. Okay, bevor ich diese andere Kiste da öffne, gehe ich in die Stadt einkaufen. Mindestens mal die magischen Muscheln. Damit wir mal ein paar Rubine loswerden. Ey, das kann ja nicht sein. Wir haben schon bestimmt über 250 Rubine jetzt verschwendet, weil wir einfach die nicht mehr aufsammeln konnten. Okay. Großen grünen Rubin, gleich 50 Rubine, verschwendet. Wahnsinn. So. Und hallo. Bruder von Magnus. Ich bin Maximus, der wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Ach so, verstehe. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. Nein, danke. Aber sicher doch. Was hast du für eine Technik für uns? Wohlan. Ich werde dich die Technik des Wirbelhiebes lehren. Erstens, drücke das Digi-Kreuz und R für eine Vorwärtsrolle. Drücke kurz vor dem Aufstehen den Knopf für das Schwert. Drittens, du zückst das Schwert mit einem Schrei. Die Stablauf. Hast du das verstanden? Ja. Bitte nochmal von vorne, danke. Nein, haben wir verstanden, alles klar. Hoho, gute Antwort. Du bist ein guter Schüler. Doch Schwertechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Oh, jetzt werden wir wieder zur Marionette. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also das Marionettentheater von Meister Maximus. Sehe und staune. 1, 2, 3. Marionette nun sei. Oh shit. Ah. So, nun versuche es selbst. Drücke Digi-Kreuz und R zum Rollen. Ziehe dann das Schwert. Kurz vor dem Aufrichten. Okay. Rolle her! Erledigt. Sehr gut. Ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast den Wirbelhieb erlernt. Jeder Hieb ist von enormer Kraft. Okay. Guck mal gleich mal im Menü. Es ist nicht die zweite, es ist die drittletzte. Oh mein Gott, Wirbelhieb. Mach eine Rolle und ziehe dann das Schwert kurz vor dem Aufrichten. Gut. Und das ist die normale Wirbelattacke, die kennen wir. Okay. Nee, nee, nee.
Auch wenn da was anderes drin ist, wie zum Beispiel ein Glücksfragment oder Muscheln. Ich will erstmal Rubine ausgeben. Oh Gott, es wird Zeit, dass wir das Schnellreisesystem kriegen. Auch das weiß ich leider nicht mehr, wo und wie das, wie wir das kriegen. Und wo wir es kriegen. Wird sich alles fügen. Wir müssen nur das Spiel spielen. Sonst hätte ich ja schon gern irgendwie so eine Art Foreshadowing gemacht oder so eine Art Teaser. Ja, keine Ahnung, in 2-3 Parts kriegen wir es. Aber ich weiß es halt nicht. Ist so lange her. So. Wir gehen einkaufen. Wo war der Laden? Hier? Hallo? Yo. Aha! Ein Bumerang! Wer damit? Ein Bumerang, das macht 300 Rubine. Eine große Hilfe bei deinen Abenteuern. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh. Ich bin ja immer so ein Schisser. Vor allen Dingen, wenn es so unsagbar hohe Preise für irgendwas sind. Weil ich habe so die Vermutung, wir kriegen den Bumerang auch noch irgendwo anders her? Fragezeichen? Ohne so viel Geld dafür auszugeben? Ich weiß es nicht, aber okay. Mir egal. Ich wollte E-Rubine loswerden. Und ihr seht selbst, wir werden damit überschüttet. Und es gibt auch später noch eine Möglichkeit, gut Rubine zu farmen, sollten sie uns ausgehen. Also, her damit. Warum nicht? Kaufst du das? Jo. Boomerang erhalten. Er kommt immer zurück. Ein tolles Ding. Danke, dass du so viele Rubine ausgegeben hast. Ja. Ich glaube, ich bin ja gerade ein bisschen auf den Leim gegangen. Aber okay, Boomerang. Rüsten wir ihn mal aus. Ich hoffe, dass der Boomerang sich wirklich als nützlich erweist. Warte mal, ich gehe mal kurz gucken, wie viel die 30 Muscheln kosten. 30 mysteriöse Muscheln, das macht auch 300. Alter! Okay. Sie werden dir Spaß bereiten. Kaufst du das? Nö. Nur rumlungern gibt's nicht. Bring her, was du kaufen willst. So, die packen wir schön wieder zurück. Alter Falter. Okay, bis wir wieder 300 haben, das wird eine Weile dauern. Aber ich will erstmal was ausprobieren mit dem Bumerang. Meine große Hoffnung ist ja, dass der Bumerang Gegenstände, die irgendwo rumliegen, zu mir holt. Jetzt sollten wir nur mal irgendwann einen Gegenstand kriegen. Aha, so. Jo, tut er. Zumindest Rubine. Herzen auch kein Problem. Dann werden Muscheln auch kein Problem sein. Jawohl. Jo. Jo, sehr schön. Das habe ich gehofft. So, jetzt nochmal schnell hoch. Zum... Ah, aua. Erstmal einen Stein auf den Kopf gekriegt. Erstmal hoch zum Maximus. Die letzte Kiste holen. Und dann müssen wir uns überlegen, wo wir als nächstes hin können. Wollen ist nicht die Frage, weil ich will überall hin. Aber wo können wir hin? So, hi. Jo, dachte ich mir doch. Wir hätten jetzt schon mit den... Ich bin mir ziemlich sicher, es waren 250 Rubine, weil ich glaube, wir haben einmal schon 100 Rubine verschwendet. Ein zweites Mal 100 Rubine und der Deck ist waren auch nochmal 50. Also, vielleicht sind sogar noch mehr, aber 250 auf jeden Fall. Wir hätten jetzt damit sogar schon die 300 wieder voll. Große grüne Rubine erhalten. Yeah, diesmal wirklich. Wahnsinn. So, okay. Dann lasst uns mal auf die Karte schauen. Wir sind am Gongoberg durch. Wir haben eigentlich alles erledigt. Halt, nein, haben wir nicht. An der Felswand war noch der Berg-Eremit, der auch noch ein Fragment vereinen wollte. Ich glaube, das haben wir. Ah! Hier ist mir ein bisschen zu viel los gerade. Nein, das wollte ich haben. Für den da. Boing. So.
Boing. Schade. Ich dachte, ich... Hey, ist der nicht mit einem Schlag down? Okay. Boah. Nur mit einem Stein geht er kaputt. Gut. Den will ich auch noch. So. Gefällt mir schon viel besser, wenn hier Ruhe herrscht. Warte mal, sind wir an der Felswand? Oh nein. Jetzt fehlen noch zwei Elemente. Der Minisch-Älteste im Wald hat auf der Karte eingezeichnet, wo sie sind. Sollen wir noch einmal nachschauen? Wenn ich mich recht erinnere, müsste eines hinter der geheimen Welt von Tabanta im Westen sein. Okay. Das ist der Hinweis, der uns gefehlt hat. Der uns sagt, wo wir als nächstes hingehen. Oder hingehen sollen. Tabanta westlich. Ja, das hier. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da rüberkommen. Ach ja, ich weiß schon. Wir kommen von hier ja jetzt südlich raus. Und wenn wir das können, dann kommen wir hier nördlich an und können da auch den Zugang zu unserem Haus schaffen, sodass wir da eine Abkürzung haben. Dann müssen wir nur irgendwie gucken, dass wir da weiterkommen. Jo! Gut, aber ich wollte eigentlich hier auf die Karte gucken, weil wir sind gar nicht an der Wand, verdammt. Dann erstmal wieder runter. Ich glaube, von oben kommen wir da nicht wirklich günstig dran. Der Weg wäre nur länger. Hi. Ah, voll drauf gehüpft. So, so. Ah. Und wir sind wieder da. Ich hoffe so sehr, das, was der Eremit haben wollte, war nicht das, was wir für den König geopfert haben. Ach doch, der war ja ganz oben. Hier rechts war ja nur die große Fee, die unsere Bombentasche vergrößert hat. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nein! Ach hoch. Hoch, 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 hoch. Unbeschadet angekommen. Oh, au, au. Hey. Warum sind wir gleich so aggressiv? Ich wollte doch euch gar nicht irgendwie an den Kragen. Ihr hättet leben können. Wenn mich nur in Ruhe lassen. Ah, Felsen. Okay. Du lebst gefährlich, Alter. Oh, du willst Fragmente vereinen? Probieren wir es doch gleich mal aus. Ja, das sieht doch gut aus. Drei Stück sogar davon. Nice. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Ist das zufällig gleich die Bohne hier oben auf dem Berg? Nein, es ist irgendwo im Wald. Was passiert da? Eine Kiste erscheint. Nett. Oh, und ich erinnere mich auch, wenn man Glücksfragmente vereint, erscheinen manchmal Monster in goldener Farbe. Und die haben dann irgendwas Besonderes. Perfekt. Es geschieht bestimmt etwas Gutes. Ja. Yeah. Machst du noch irgendwas? Nein. Ich bin der Eremit vom Gongolberg. Ich habe der Welt entsagt. Ja, ja, ja. Vielleicht Bomben, ja. Kenne ich schon. Okay. Das haben wir. Nochmal auf die Karte gucken. Sind wir jetzt durch? Den Eremiten haben wir. Den ganzen Bergpass da haben wir auch schon durch. Da war der Maximus drin. Bei den Bergminisch gibt es nichts mehr zu holen. Den Dungeon haben wir abgeschlossen. Ich denke, hier sind wir fertig. Bis auf zwei, drei Kleinigkeiten, die noch auftauchen werden, wenn wir Fragmente vereinen. Aber das sollte es sein. Und hier unten auch. Das war ja nur generell der Pfad hoch. Ja, auf dem Gongoberg, glaube ich, haben wir nichts mehr verloren. Hier haben wir uns schon umgeguckt. Da müssen wir aber weiter. Also machen wir das auch. Wir könnten auch natürlich nochmal einen Abstecher machen. In den Osten. Und gucken, ob die London Farm für uns jetzt zugänglich ist. Denn da ist durch ein Glücksfragment auch was aufgetaucht. Oder hat sich ein Zugang freigelegt. Irgendwie sowas war da. Und
Warum nicht das mitnehmen, was da auf uns wartet? Was wir haben, haben wir. Ey. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass das Schwert stärker ist, weil der Rotschleim braucht auch immer noch zwei Schläge. Waren die Arachnus immer schon mit einem Schlag down? Naja. Und wenn schon. Wir machen trotzdem alle platt. Hast du ein Herz für mich? Ja, geil. Das war unerwartet. Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, aber schön. Nehme ich gerne. So, dann verabschieden wir uns vom Gongelberg und von der Musik hier. Die werden wir jetzt wahrscheinlich eine Weile nicht mehr hören. Oh. Ich wollte eigentlich noch dein Loot haben, aber er geht lieber schwimmen, anstatt zu sterben. Hey. Okay. Au, oh, Gegner können auch Glücksfragmente droppen. Schön, schön, schön. Glücksfragmente erhalten. Fragmente sollen Glück bringen. Es ist grün. Bist du zufällig das eine welche was? Nein, natürlich nicht. Das ist nur dasselbe, was der Eremit wollte. Oh. Okay. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Oh oh, was passiert jetzt im Schloss? Währenddessen. Natürlich. Jetzt versteinert er auch noch den König, oder was? Hey. Nanu, wer bist du? Oh stimmt, er kennt ihn ja gar nicht. Er war bei der Preisverleihung gar nicht dabei. Du bist Vati. Du bist... wie bist du hierher gelangt? Magie. Und schon ist er wieder weg. Nur und taucht direkt vor der Nase auf. Gar nicht creepy. Ah, was tust du da? Oh oh. Oh nein, er ist nicht versteinert, aber... Ich glaube, er hat irgendwie Besitz von ihm ergriffen oder so. Es sind alle anwesend. Der König von Hyrule wird nun zu uns sprechen. Ihr alle wisst von dem Force, das uns die Minish übertragen haben. Ja, genau. Grenzenlose Zauberkraft. Force, auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben. Es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch jetzt alle auf die Suche. Auf und sucht das Force. Hä? Trödelt nicht lange rum. Los, sucht das Force. Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Alter. Auf, durchsucht ganz Hyrule bis in seine letzten Winkel. Hm? Ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen. Der Karte zufolge sind wir ganz nah dran. Alles klar. Ja gut, er ist der König. Befehl zu missachten wäre kein guter Rat. Aber eigentlich, wer den König kennt, und das sollte der Minister zumindest tun, der weiß, dass da irgendwas nicht richtig ist. Sowas würde der König nie sagen, nie befehlen. Und nicht umsonst haben sich alle gewundert. So, Abkürzung ist erstmal geschafft. Hey, hey, hey. Drei Schläge für so einen Mobble. So, da oben an die Truhe kommen wir nicht ran. Da ist ein Baum im Weg. Auch der wird sich, glaube ich, durch ein Glücksfragment wieder aufrichten. Genau wie da auch. Das geht auch auf, da geht's auch auf. Alles noch zu hier, ey. Geheime Welt von Tabanta. Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Oh nein, stimmt, die brauchen wir vorher. Aber mal gucken, wo es da hingeht. So. Können wir uns schon mal angucken gehen. Alle Bäume sind noch umgestürzt.
Da unten ist eine Sackgasse, da können wir uns auch nochmal hin, hingucken gehen, was da ist. So, ja. Auch, hey, hier versteckt sich irgendeiner. Auch da ist alles zu... Gut, gucken wir erstmal hier rein. Geheime Welt von Tabanta. Warum ist die geheim? Dicker Sumpf. Oh, ich erinnere mich. Das war ein bisschen nervig, aber... Ja, 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 so dunkel kommt's wieder. Gut, wir müssen... über diesen Sumpf rüber sprinten mit den Pegasus-Stiefeln. Weil der uns sonst natürlich verschlingt, der Sumpf. Das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Steh hier nicht rum. Los, Marco. Vorwärts, weiter geht's. Ja, ja. Du hast gut reden. Wir kommen hier nicht auch einfach weiter, weil... Schau mal. Ja. Puh. Zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ja. Yep. Das Schild hat schon gesagt, was wir dafür brauchen. Die Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Aber wo kriegen wir die her? Gut, hier runter wollte ich nochmal gucken. Hier ist nämlich noch die zweite Hälfte. Yep. Nur eine Sackgasse. Hier würde es nur hochgehen zu dem Oh, das ist ja ein Bogenschütze, Alter. Na gut, dass wir den schon ausgeschaltet haben. Hier würde es nur hochgehen zu dem umgefallenen Baumstamm. Da brauchen wir also nicht lang. Oh. Die Ebene ist hier sogar dreiteilig. Ja, da ist das Haus. Gehen wir mal hier runter weiter. Wieder ein Bogenschütze. Gar nicht erst dazu kommen, das anzugreifen. Okay. So, und das bestätigt, dass nicht hier, sondern... Ups. Hier unten. Das war dann tatsächlich die Stelle zum Farmen der Rubine und Muscheln. Weil hier unten ist eigentlich nichts, außer ein Minischhaus und ein Teleporter. Nicht Teleporter. Portal. Und ein Fleck, an dem was wachsen wird. Ich denke mal, das wird dieser Minisch da für uns. Ja, was wird er das? Wenn wir mit ihm ein Glücksfragment vereinen, wird er das wahrscheinlich freischalten. Okay, hier sind wieder nur die Pilze. Rauskommen wir tun wir eh nicht, weil da ist hohes Gas. Geht nur das hier. Hallo. Oh, der will gar nichts vereinen. Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Ja, weil... Vereinen. Mann, warum? Warum nicht? Oder musste man das irgendwie anders machen? Musste man die mit Wasser begießen? Ah. Oh, doch, das kann sein. Das kann sein, dass wir erstmal als normal großer Link die Bohnen mit Wasser begießen müssen. Dann sprießt sie. Und wenn sie sprießt, dann ist es freigeschaltet mit, dass er ein Fragment vereinen will. Okay, okay, okay. Wir holen Wasser. Wir holen Wasser. Dazu müsste ich meine Fee opfern. Okay, ist egal. Fee opfern. Heilt uns erstmal voll. Gut, danke schön. Boing. Und boing. Und einmal Wasser holen. Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Gibt es auch verschiedene Sachen. Ja, ja, ja. Das müsste eigentlich das Rätsels Lösung sein. Probieren wir das noch schnell aus. Wie schön, dass die Gegner auch eine Weile lang besiegt bleiben. Nö. Tut es nicht. Okay, dann ist es... Zweite Theorie, es ist ein mehrstufiges Glücksfragmente-Verein. Irgendwo gibt es einen, mit dem wir es vereinen können, der die Bohne sprießen lässt. Und wenn sie sprießt, können wir mit ihm ein weiteres Glücksfragment vereinen, was dann eine Bohnenranke wird, in den Himmel, irgendwo hin, ein Schatz daraus wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war so. Aber ich habe so viel vergessen von dem Spiel. Kann auch gut sein, dass es nicht so war.
Gut, Fee umsonst geopfert. Schade, aber wir kriegen eigentlich relativ schnell wieder eine. Ich weiß nämlich irgendwo hier oben links war eine Höhle mit Feen drin. Also ja, kriegen wir ganz schnell zusammen. So, dann haben wir uns hier aber auch umgeguckt. Wir brauchen die Pegasusstiefel. Wo kriegen wir die her? Das heißt, beim nächsten Mal, Freunde, gucken wir uns doch nochmal im Osten des Landes um. Gehen hier nochmal rein zum Onkelchen, fragen den, was der noch so weiß. Gucken uns auf den östlichen Hügel nochmal um, gucken, was wir da noch so finden. London Farm, vielleicht ist sie für uns mittlerweile zugänglich, weil aus der Stadt raus kommen wir ja auf die London Farm. Dann müssen die Handwerker eigentlich da unten auch weg sein und uns den Zugang frei machen. Vielleicht müssen wir auch nochmal in den Wald, auf dem Wasserfall, naja... Ja doch, man kommt von unten. Also wenn wir hier auf der London Farm sind, kommt man da vielleicht von unten noch irgendwo hin. Ja, werden wir alles sehen. Wir werden die Pegasus-Stiefel schon finden, nicht wahr? Also, bleibt weiterhin am Ball. Dann finden wir die Pegasus-Stiefel gemeinsam. Und bis dahin heißt es wie immer, Cheerio!